Hey Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne mein neues Messer vorstellen, was ich mir jetzt die Tage gekauft habe. Ich habe ein Messer fürs Grobe gesucht, für die groben Arbeiten. Und ich glaube, ich habe eins gefunden. Von der Verarbeitung und der Qualität bin ich jetzt schon mal zufrieden. Wir müssen jetzt nur noch testen, wie er so in der Praxis sich macht. Aber dazu mehr in dem Video. So, was habe ich mir jetzt für ein Messer gekauft? Das ist von der Marke Gerber, und zwar die Serie Strongarm. Das kennen viele auch schon. Es gibt ein paar Videos dazu schon im Internet und ich habe mich einfach entschieden, auch mir das zu kaufen, zumal gab es auch ein bisschen Rabatt drauf. Also habe ich zugeschnappt. Ja, was gab es alles mit dazu? Es gab eine Kunststoffscheide dazu, so dass man das an den Gürtel ranhängen kann, also für einen großen Gürtel, schönen breiten Gürtel kann man ranhängen, aber auch natürlich für einen kleineren Gürtel. Und was gab es noch dazu? Die Halterung für den Gürtel, dass man den hinten auch tragen kann, je nachdem wie wer gerade Lust hat, oder auch an die Molle ranmachen, praktisch an die Weste, dass man hier auch so tragen kann. Genau. Wir brauchen das aber jetzt erstmal nicht. Deswegen baue ich das erstmal ab und lege das zur Seite. Und kann das Messer im Griff nochmal hier befestigen und schon wackelt er nicht. Was war für mich sehr wichtig ist, dass wenn der in der Scheide drin ist und hier nicht verschlossen ist, dass er hier so erstmal nicht rausfällt. Sitzt auf jeden Fall schön fest drinne. Was mir am meisten gefällt, ist dieses Klacken. Jetzt. So dass man auch wirklich hört, dass das Messer auch richtig eingerastet ist. Ich denke mal, draußen im Wald, wenn es etwas lauter ist durch den Wind, wird man das nicht wahrnehmen, dieses Geräusch. Aber man ist dann halt sich wirklich sicher. So, legen wir das auch mal zur Seite. Kommen wir nun zum Messer an sich. Der Ursprungsland ist Vereinigte Staaten, da wird das produziert. Ja. Die Klingenhöhe an sich ist 3 cm. Die Klingenlänge ist 12,7. Bitte informiert euch dort wegen Waffengesetz, weil dieses Messer dürft ihr nicht einfach so draußen bei sich haben. Zumindest nicht am Mann. Erst seitdem ihr habt Waffenschein. Also informiert euch da bitte selber drum, ja, ob ihr das mitführen dürft. Die Klingenstärke ist 4,75 mm, Grifflänge 12,5. Was mir am meisten am Griff gefällt ist, ja, also es ist nicht glatt, selbst wenn die Hände leicht feucht werden, im Sommer zum Beispiel. Weiß nicht, ob ihr das so auf der Kamera seht. Hier sind so kleine Rillen drin und somit liegt das Messer richtig gut in der Hand, ist schön fest, selbst wenn die Hände schwitzig werden, wird er weiterhin sehr stabilen Griff haben. Was ich auch noch schön finde, ist, mal gucken, ob ihr es auf der Kamera auch so seht, ist die Form des Griffs. Das heißt, ihr habt wirklich fest das Messer in der Hand. Wir haben hier hinten noch ein Loch für eine Schlaufe. Könnte so sich eine Schlaufe basteln, so dass das Messer praktisch hier so immer baumelt, wenn man mit dem Messer arbeitet, dass er auch aus der Hand nicht rausfällt, wenn man zum Beispiel schnitzt, ja, dass er dann so rausfliegt. Aber gleichzeitig kann man auch damit eine Scheibe einschlagen, ja. Ob man das jetzt am Mann hat, wenn man, ich sag mal, so einen Autounfall hat, das bezweifle ich, aber
wenn man zum Beispiel selber gerade draußen einen Unfall gesehen hat und man möchte eine Person rausholen aus dem Auto, dann ist es schön, wenn das Auto nicht aufgeht, dass man da kurz mit dem Messer in die Scheibe einschlägt und dann die Person rettet. Was gibt es insgesamt zu sagen? Das Messer ist 25,1 cm lang und Gewicht 205 Gramm, was ich persönlich auch ganz gut finde. Warum habe ich das Messer jetzt erstmal geholt? Ich habe genug Messer, aber ich brauchte eins, womit ich besser arbeiten kann. Letztes Mal beim Angeln wollte ich noch ein bisschen Holz klein machen und habe einfach gemerkt, dass mein Messer, was ich gerade habe, ist auch scharf, ist gut, aber nicht dafür gedacht. Deswegen wollte ich halt ein Messer fürs Grobe haben, wirklich ein schönes Werkzeug. Das werde ich auch jetzt heute austesten im Video, wird ihr nachher sehen. Gut, kommen wir mal zum Material. Also ist FRN-Gummi der Griff. Ja, ansonsten haben wir, wie gesagt, Kunststoff hier. Die Halterung, die wirklich stabil ist, also fässt sich auch richtig gut an. Ich bin bis jetzt auf jeden Fall zufrieden. Klingenstahl ist 420er HC. Ja. Ansonsten die Beschichtung, dazu habe ich jetzt nichts gefunden, was das für eine Beschichtung ist. Ist auf jeden Fall keine Farbe, also nicht lackiert, ist mit irgendwas beschichtet. Ich kann es euch da jetzt tatsächlich nicht wirklich sagen, was genau oder wie genau dieser Prozess gemacht wurde. Was kann man noch dazu sagen? Also die Marke ist an sich nicht unbekannt. Und die ganzen Praxistests, die ich sonst im Internet gesehen habe, nicht zu diesem Messer, aber zu auch anderen Messern von der Firma Gerber, da war ich auch sehr zufrieden. Die Kommentare habe ich über das Messer gelesen, sind auch alle ganz gut. Und deswegen würde ich jetzt sagen, gehen wir einfach mal einen Praxistest, weil ich habe mir ein Messer geholt, nicht um eine Hand zu halten und vor der Kamera das zu präsentieren, sondern auch richtig als Werkzeug zu nutzen. Dementsprechend machen wir uns mal auf den Weg und testen das einmal draußen. Kommen wir zu unserem ersten Test. Ich habe jetzt hier einen Stock gefunden. Wir probieren das erstmal einmal mit Schlitzen. Okay, scheint es zu trocken. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut, schön scharf. Nimmt ordentlich viel Holz runter. Sehr stabil. So, probiere ich mal ein bisschen mit Hacken. Funktioniert auch. Kann auch damit Feinarbeit machen. Gut, hier haben wir jetzt so etwa 5, 8 cm Dicke. Ich guck mal, wie sich das Messer hier zeigt. Also wie man sieht, die Klinge ist immer noch super. Die Dicke, also wie gesagt, das Messer ist jetzt 3 cm. Sieht ja, ist gut durchgegangen, hat auch nicht lange gedauert. Die Vibration in der Hand habe ich jetzt nicht gespürt, das heißt, das Gewicht ist perfekt. Wie ich gesagt habe, ich will ja auch ein bisschen Feuerholz klein machen. Da ist es jetzt auch nicht das beste und perfekte Holz, aber ich bin hier ein gutes Stück durchgelaufen und konnte jetzt einfach nichts Frischeres finden. Aber ich denke, durchs Frische geht es genauso gut durch.
Also es ist genau das, was ich eigentlich gesucht habe. Bis jetzt bin ich super zufrieden. Kommen wir nun zum Fazit von diesem Messer. Also, ich sag mal, jetzt so die groben Testarbeiten. Grobe Tests hat er bestanden. Qualität finde ich sehr gut. Ich bin super zufrieden. Auch mit dem Preis. Das heißt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch top. Natürlich will ich jetzt erstmal sehen, wie das Messer in Begleitung den nächsten Touren und Angeltagen sich macht. Und wenn er genau das, was er heute allein im Test absolviert hat, mindestens genau dasselbe alles liefert, bin ich super zufrieden. Also Leute, falls noch irgendwelche Fragen von eurer Seite sind, wegen diesem Messer, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert noch meinen Kanal für mehr solche Videos. Schreibt mir auch gerne mal Kommentare, ich antworte darauf. Oder addet mich bei Instagram, da kommuniziere ich auch mit vielen Leuten. Vielen Dank. Ciao, ciao.